frag mich, woran der Rest liegt gerade. Also ich hoffe, wir bekommen 70 bis 90 hin. Na, ich bezweifle es halt. Scrolls of Skyrim. Ernsthaft. Ernsthaft Spiel. Oh Mann. Also, da steigt alles ein bisschen heftiger an. Also 60 bis 80 haben wir schon mal. Das ist wichtig, damit wir jetzt nicht sehr weit unten landen mit dem Spiel. Wir haben 4000 fürs Gameplay. Also das ist schon ordentlich. Bugfixing. Helft beim Bugfixen, bitte. Wenn das Spiel Bugfixing durch hat, dann... wir sind bei 2,5 schon fürs Spiel. Das wird jetzt ein bisschen übel. Aber wir haben halt, einmal ist es kein Actionspiel und, oh, was kommt als nächstes? Rollenspiel, Panzer. So, dann Panzer. Panzer und Weltkriege. Das ist so. Wir haben ja schon ein Weltkriegsspiel. Also das kann ja dann richtig, uns richtig gut tun. Wo sind wir denn jetzt? 70. 70 bis 90 schon. Ach du Scheiße. Also, Marketing, Internet wurde freigeschaltet. Ah, jetzt haben wir das Internet schon. Im Moment ist noch nicht die Zeit für MMOs. Noch sind wir nicht so weit. So. Ihr könnt noch ein bisschen polishen. Dann wird das Spiel noch ein bisschen besser. Wo sind wir denn? 70 bis 90 noch einmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach du Scheiße. Die entwickeln einfach weiter. Wir geben unser Geld aus. Geld aus. Okay, 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 okay. Alter. Da merkt man halt, dass die Technik jetzt mittlerweile hinter der Grafik ist. Eigentlich könnten wir vom Gameplay komplett absehen, weil wir haben ja die zwei Abteilungen und von der Grafik und alles in Musik und Technik setzen. Und dann wäre das ja perfekt. Wir sollten das ein bisschen gegengewichten, glaube ich, mittlerweile. Na, guck mal, wie viel die hier reinknattern. Dass wir wirklich mehr auf andere Sachen setzen. 70 bis 90, das wird hoffentlich ein gutes 90er-Spiel, gutes 80er-Spiel wieder. Bronco 2 TV-Manager. Und danach müssen wir halt hier Aufträge in der Entwicklung machen. Das dauert jetzt aber auch. Bis das hier durch ist, dauert das echt ein bisschen. Na gut. '80 bis '100 würde ich einmal gerne sehen. Einmal ein 90er-Spiel rausballern. Batz! Voll ins Gesicht. Aber was geht. It's done. 70 bis 90. 3 Millionen hat's gefressen. Alter Schwede. Publisher suchen. Action Game. Untergenre. Wir haben gute Erfahrung mit einer Beziehung. Wir gucken nach Beziehungen. Okay, okay. Dann gehen wir zu einem Action-Gamer. Blizzard. Hat nichts mit anderen Unternehmen zu tun. Jawollo. Sound. Sound ist immer das Problem. Wir sind direkt instant Platz 1. Bedeutet, kostenpflichtiges Add-on hinterherballern. Und wir machen Tauchen rein. Was das auch immer damit zu tun hat, oder? Alle Sprachen. Wir investieren jetzt stärker in Sound und in Technik. Da haben wir nämlich, ja, bisschen die Problematik. So sind es nicht hinterherkommen. Anti-Cheat-Software bräuchten wir dafür eigentlich auch. Abfahrt. Und die Bugfixen wieder. Und die Polishen.
weil dann hoffentlich schaffen wir es, bessere. Wir machen mittleren Meisterstand diesmal. Müssen ein bisschen aufs Geld aufpassen. 3000 Fans. Wir müssen halt gucken, dass wir mehr Technik und mehr Sound reinpacken. Gerade Sound ist super wichtig in dem Spiel. Merke ich gerade. Also nicht in dem Spiel hier als Ganze, sondern grundsätzlich in der Art von Spiel. Und da kommt jetzt gerade richtig gut was rein. Dass sich Legenden bewerben. Krass. So, also wir schaffen das gerade ganz gut auszugleichen. Ich hoffe, das Add-on wird dann nochmal richtig was reinputtern. Und noch nicht ganz. Wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Kommt ein viel besseres Add-on bei rum. Ich hoffe, das steigt dann auch nochmal. Entwicklung abschließen, Add-on dem Publisher geben. Und bam, 80, Abfahrt. Kostenloses Upgrade für Evolution. Und beenden. Okay, also es geht langsam. Also wir bekommen das Geld rein, das ist super entscheidend gerade für uns. Wir machen nochmal eine Marktforschung, dann wissen wir ungefähr, was kommt. Wir können in die Engine-Features wieder was investieren, vielleicht. Oder? Gerade in den Sound, komm, wir buckeln ein bisschen mehr da rein. Oh yeah! Wir holen das Geld locker wieder rein, habe ich das Gefühl. Sehr gut, da kommt nochmal der Absatzmarkt mit rein. Ich überlege, ob wir nochmal ein Add-on hinterher ballern. Was mache ich denn da? Kannst du den, danke. Oder wir machen das nächste Spiel. Wir warten mal kurz auf die Marktforschung. Also die können vielleicht ein paar Auftragsarbeiten währenddessen machen. Also und die wir brauchen einen Spielbericht, definitiv. Auftragsarbeiten? Nee, keine. Okay. Abfahrt! Also der Absatzmarkt stimmt schon mal. Und wir kriegen hier sonst noch ein bisschen Geld zusammen, also ich würde mich gar nicht beschweren. Das ist eine Fortsetzung. Alter, ich würde es so gerne selber vertreiben. Weil dann können wir endlich Game of the Years und sowas raushauen. Achso, der ist fertig. Was sagt er denn? Rollenspiel Panzer. Engines entwickeln. Alte Engine updaten. Wir haben keine Rollenspiel-Engine. Gut, dann würde ich auch keine entwickeln, glaube ich. Okay. Wir haben im Grunde genommen alles. Haben wir ein Spiel? Wir haben kein Rollenspiel, ne? Wir haben ein Actionspiel, das ist halt kacke geworden. Vielleicht machen wir Black Orchestra nochmal. Das könnte funktionieren. Das ist jetzt so das nächste, was rauskommt. Adventure. Rollenspiel, da. Panzer kommen vor. Und dann machen wir hier Weltkrieg. Was ist denn das? Oh, das passt gar nicht. Panzerportale, Panzer Mittelalter. Panzer im Weltkrieg. Was ist los? Black Orchestra. Rennsport passt nicht dazu. Aber Bausteine passen dazu. Okay. Vielleicht machen wir dann Bausteine. Aber weil es geht. Okay. Hier hatten wir schon gut. Wir haben eine stärkere Konzentrierung auf. Okay. Habe ich verstanden. Oh Moment. Erstmal. Ich vergesse immer, dass man erstmal die Engine auswählen muss. Wir machen natürlich für Mac mit, für das andere jetzt nicht. So.
War eigentlich ganz gut, ganz gut. Ja, bei dem Sound, das war mal so günstig. Ah, der ist aber teuer. Ah ja, komm, scheiß drauf. Wir machen mehr Technik rein, wir machen weniger Gameplay rein. Gameplay kriegen wir immer irgendwie. Grafik auf 20. Ich würde es eigentlich gerne zumindest darauf bringen. So. Wir haben ja die Studios, die uns sonst helfen. Was haben sich die Leute denn gewünscht? Bessere Atmosphäre und weniger für Core-Gamer. Bessere Atmosphäre sogar? Was? Okay. Ach, zu sehr für Core-Gamer. Okay, gut. Wir machen wieder eine Sache nicht rein. Das sind die Local Highscores. Wir sind ja in der Online-Zeitalter. Black Orchestra 4. 5. Entschuldigung. Panzer kommen rein. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das brauchen wir dringend. Okay. Abfahrt. So, Takan wird gerade nochmal begutachtet, bekommt jetzt hier Gameplay-Verbesserung, das ist ganz entscheidend. Und auch nochmal hier hochwertige Grafik hinterher. Kostet was, ist aber egal jetzt. Motion Capturing Studio wurde freigeschalten. Boah, ich bin so gespannt, was das nächste Spiel bringt. Wir entwickeln das schon mal für den nächsten Markt in 27 Wochen. Das könnte natürlich der Renner sein. Und wir sind nochmal Platz 1 mit unserem Spiel. Oh. Sehr schön. Okay, also ich finde gut, die Musik hat einen krasseren Stellenwert gerade. Das macht das Spiel, glaube ich, auch gerade sehr rund. Entwicklungsbericht. Es hat schon 20 bis 40. Das ist genau das, was wir brauchen. Und? Spiel des Jahres? Nein. Ja, schade. Ich wünschte mir, dass es das Spiel des Jahres wäre. Aber gut, ist okay. Wir kriegen das hin. Wir werden ein Spiel rausbringen, da werden die Leute mit den Ohren schlackern. Ja, und die Absatzzahlen steigen wieder. Also ich bin da 200.000 wieder dazu bekommen. So muss das. So muss das. Wir verkaufen auch gut durchgängig. Ach, Weihnachtsgeschäft. Sehr gut. 13, 2, na gut, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter unten. Ist nicht schlimm, tut keinem weh. Alter, das Polishing wird lange dauern. Aber ich find's gut, jetzt haben wir überall 1000 schon mal. Wir haben eine Wertung von 50 bis 70 schon. Und das Game ist noch nicht ansatzweise fertig. Da kommt ja noch einiges rein. Spiel fortsetzen. Weitermachen. Oh, wir sind wieder Platz 1. Sehr gut. Das eine Spiel hatte gute Verkaufszahlen und ist jetzt wieder abgesagt. Ich würde jetzt noch nicht investieren in irgendwas. Natürlich wäre das geil, hier neue... Ach, scheiß drauf. Wir investieren da jetzt rein. Es dauert ja, bis es einmal entwickelt ist. Was haben wir denn hier? 14 Wochen noch. Perfekt. Storheim wird schon gut fertig sein. Entwicklungsbericht 50 bis 70. Ist da. Ich freue mich. Ich bin froh, dass jetzt, wie gesagt, die beiden Stränge gerade nochmal mit hochgezogen werden. Also Musik und Technik. Es tut dem Spiel richtig gut. Und wenn es erst bugfrei ist, dann tut es erstmal gut. Und dann hoffe ich, dass wir so ein richtig gutes Spiel rausballern können. Und nochmal zu sehr für Core-Gamer. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das jetzt bald kriegen. Dann kann man das selbst vertreiben, aber so wie es eben ist. Wir kommen gerade erst hinterher mit dem Entwickeln. Und auch die Verkaufszahlen sind jetzt nicht immer sehr prickelnd. Das Gute ist, man braucht keine Marketingabteilung, wenn man... Also der Amigo ist bald weg.
wenn man gute Entwickler dabei hat. Das ist der Vorteil, glaube ich, hier gerade. Wir sind noch immer Platz 3 beim Verkaufen. Wir können die sogar an zwei unterschiedlichen Spielen entwickeln lassen. Das geht ja auch immer. Aber gerade habe ich kein Interesse dran. Ich will richtig gute Spiele raushauen, die richtig Zaster bringen. Ich meine, jetzt ist die perfekte Zeit dafür, das Spiel, was wir haben, auch weiterhin zu bringen. Das, was wir gerade entwickeln. Jawohl, so muss das sein. Und Wilder Westen ist nicht mal entscheidend. Das kann richtig burnen jetzt. Wenn alles klappt, burnt das. Und natürlich in der Sommerflaute, ne? Es wird aber noch entwickelt. Schön entwickelt. Da wird auch noch mal ein bisschen Wert. Eine große. So. Abfahrt. 3000 Fans. Ja, Mann. Der Spaß ist bei. Mittler, das Spiel Command. Command C. Oder Command V. Rausgebracht. Ich traue mich gar nicht zu gucken, aber ich muss. 70 bis 90 wird dieses Spiel sein. Ich freue mich drauf. Nach der Sommerflaute, ungefähr jetzt könnten wir es schon rausbringen. 10. Bugs nur noch, der ist auch gleich durch und dann. Das Spiel ist bugfrei. 70 bis 90. Und gleich brennt's, wenn das Ding rauskommt. Galaxy Taxi, cool. Nicht Taxi Driver. Ich kann mir vorstellen, was es hapert, und das ist die Musik noch immer. Aber wir haben schon viel besser priorisiert, also. Ich sehe da entspannt der Zeit entgegen. 70 bis 90 nach wie vor. Abfahrt. Publisher suchen. Die EA halt wieder, ne? Die größte Fanbase hat. Oh, haben die hier, krass. Und die vergüten sogar gut. Sierra, was ist denn? Micro Arts, okay. User Gold. Die bringen irgendwas raus. Aber nicht, dass sie so gebrauchen. Wer hat denn die meisten Fans für ein Denkspiel? Keiner mehr. Ja, dann bringen wir das bei EA raus, scheiß drauf. So. Der Sound, wie gesagt, der Sound, das ist immer so das Problem. Ja komm, wir machen direkt ein kostenpflichtiges Addon. Dafür. Machen wir noch Weltkrieg jetzt mal mit rein. Das passt immer ganz gut. Ja, wir investieren wieder richtig Kohle neu. So, was war denn beim letzten Moment? Die letzte Wertung. Ah, egal, passt schon. Das wird schon. Das da. Okay. Wir müssen ein bisschen mehr darin investieren. Die Technik war am besten. Deswegen würde ich gerade hier nochmal stärker reinballern. Okay. Abfahrt. Direkt Bugfixing. Direkt Polishen. Keine Gnade für neue Spiele. Tatsächlich nur zweiter. Krass. Also im Moment. Ganz easy hier. Okay, das erste Spiel ist draußen. Also raus aus der Verkaufscharge. Gut, dass wir jetzt nochmal ein Add-on bringen. Gut, dass wir das Spiel jetzt auch fertig haben schon mal. Es verschlingt auch nochmal richtig an Geld. Da hat jemand Bugs reingeballert. Ist nicht gut. Ist nie gut. Bugs sind nicht gut. Steuerung scheint sehr gut zu sein. Wir müssen nochmal kurz investieren. Und dann kommt's raus an EA. Wichtig ist, dass immer schön Geld reinkommt. Ja, komm.
Die letzten. Das sind noch nicht mal so viele Bugs. Alter. Ich muss direkt eine Marktforschung machen, ne? Sportspiele sind das nächste, was rauskommt. Okay. Entwicklung abschließen. Ab an Publisher. Tschüss gehen. Und ein 80er Spiel. Sehr gut. Schön. Richtig schönes Geld rein buttern. Gib ihm alles. Abfahrt. Richtig schönes Geld reinbuttern, damit das Spiel auch richtig gut durchkommt. Ja, Mann. 9. Platz. Perfekt. Jetzt kommt noch ein schönes Add-on hinterher. Die sind langsam in Entwicklung. Entwickler des Jahres, Publisher des Jahres. Leider nicht unser Spiel. Aber wir machen immer Hits, also das ist schon mal sauber. Aber wir haben jetzt nicht den Durchbruch geschafft. So, jetzt können wir die Automatik auch beenden. Da ist die Automatik beendet. Ja, mehr Spielereien. Sportspiel und Raumschiffe. Ach du Scheiße. Na, das wird auch nochmal lustig. Oh, wir haben gerade Weihnachtsgeschäft. Besser geht's nicht. Damit steigt unser Absatzmarkt. Wir sind wieder erster Platz. So muss es laufen. Gegenstände der Stufe 3 wurden freigeschalten. Tatsächlich, beim letzten Mal hatte ich irgendwie mehr Glück gehabt. Wisst ihr was? Wir investieren das jetzt auch. Und schmeißen direkt eine Produktion rein. Wir brauchen die auch. Also, muss ja jetzt am Anfang noch nicht so groß sein. Es fehlt noch eine Tür. Zack, Abfahrt. Wir ballern erstmal nur eine Maschine rein. Und hinten dran kommt direkt ein Lagerraum. Ich sag euch ehrlich, das Problem ist sonst... Ja, sonst... Wenn wir immer abhängig sein von Leuten. Und das wird uns sonst richtig wehtun. Wir bekommen nicht die eigentliche Marge, die wir benötigen. Das kostet was. Was haben wir denn jetzt? 400.000 Einheiten ist erstmal gut. Wir können ja immer nachproduzieren, das ist der Vorteil gerade daran. Keine neuen Mitarbeiterbewerbungen, das ist jetzt auch nicht dramatisch. Ich würde tatsächlich in die nächste Spieleentwicklung gehen. Cannot Strike. Cannot Strike ist ein Rennspiel. Wir können Sportspiele mit reinbasteln. Was wir leider dann nicht haben. Was waren das nochmal? Was hatten wir denn hier? Marktforschung. Raumschiffe. Fortsetzung. Cannot Strike. Jetzt muss ich alles wieder neu in die Sportspiele. Raumschiffe haben wir nicht, ne? Rennsport, Cyberpunk. Wir bringen das erstmal so raus. Cannot Strike 3. Mehr Grafik. Story ist okay. Zielgruppe Kinder ist gut. Cyberpunk passt nicht so ganz dazu. Können wir was anderes nehmen? Was können wir denn nehmen? Machen wir. Machen wir das da. Diebe. Es muss ein bisschen. Jetzt ein bisschen weniger Geld reingehauen werden. Übrigens, das ist Cannot Strike 4. Da hätten wir die Engine nehmen können. Wobei, wir können die Engine nehmen. Das ist ja auch okay. Können wir auch auf dem Pretendo und auf dem Game Boy rausbringen. Guck dir das mal an. Ist jetzt, wie gesagt, nicht das Beste, was wir haben, aber es ist ja zumindest etwas. Was war denn das? Cannot Strike war hier auf 40, 30, 20. Also hier können wir echt auf 5 gehen. 40, 30, hier müssen wir mehr. Und hier gehen wir 1 runter, weil wir... So, jetzt. Was haben die Leute denn zu Cannot Strike 3 gesagt? Bereich von Steuerung, Stärke, Optik... Was haben sie denn vom zweiten Teil gesagt?
Optik oder Gameplay? Wir machen das mal so. Atmosphäre mehr und einsteigerfreundlicher. Okay. Nein, das Black Orchestra. Zu sehr für Core-Gamer. Machen wir es mal so. Jetzt packen wir noch ein paar Features rein. Ja, das kostet dann wieder zu viel. Das ist halt immer so das Problem, ne? Aber es muss ja grafisch sein, warte mal. Dann packen wir erstmal so... Splitscreen ist immer ganz gut, Tastatur, das ist immer gut. Tutorial ist gut, ist einsteigerfreundlicher. Einstellbare Steuerung ist wichtig. Jetzt kommen wir halt auch in die Bredouille, ne? Jetzt können wir nur noch... Ja, jetzt kostet schon wieder sehr viel. Ich nehme mal die mit. Die sind mir zu teuer gerade. Ich nehme die unteren mal mit. 500.000 wird's kosten. Wir probieren's. Es kann halt voll in die Hose gehen, ne? Moment, wir machen keine Gameplay-Verbesserungen gerade. Wir machen erstmal nur Bugfixing und... Die können polishen. Wir machen das schon irgendwie. Wir gucken, wie sich das verändert. Und wenn wir merken... Ah, hier zum Beispiel. Hier gab es jetzt einen Sprung wieder. Bessere Musik ist da drin. Okay, jetzt hat schon 600.000 gefressen. Das ist... Ich meine, wir bekommen gut Geld rein, aber... Ne, wir müssen gucken, dass das Spiel auch Substanz hat. Wertige Grafiken. Können wir uns leisten? Abfahrt. Die anderen Spiele sind auf dem Markt, also, ne? Das ist halt der Punkt. Die anderen Spiele sind auf dem Markt. Entwicklungsbericht. 1 bis 10. Oh. Das kann richtig in die Hose gehen jetzt. Wir haben halt die schlechtere Engine genommen. Ich glaube, das ist so immer das Problem, ne? Naja, komm. Erstmal abwarten und Tee trinken. Wir sind nochmal bei 1 bis 10. Fuck. Aber wir können das selbst vertreiben. Das ist vielleicht so der kleine Tropfen Mut, den wir... Oh Gott. Aber wir müssen... den jetzt aber auch wirklich das Gameplay verbessern lassen. Anders wird sonst nichts. Sonst stehen wir echt vor einem großen Problem am Ende. Fortsetzen. Abfahrt. Eine Sekunde, Entwicklerbericht. 1 bis 20 bekommen wir. Oh Gott. Es kann so eine Enttäuschung werden, das Spiel. Ja, daran merkt man, wenn die Engine veraltet ist, dass man da auch richtig schief laufen kann. Wir müssen die Engine echt verbessern. Oh, Scheiße. Aber wir verkaufen genug Dinger jetzt. Was sagt denn der Entwicklungsbericht? 10 bis 30 nur. Oh Gott. Ich meine, die entwickeln mutig weiter, aber, ne, wie lang? Wir werden sehen. Wenn alle Werte über 1000 sind, dann ist schon mal ein Anfang gemacht. Und das wird auf jeden Fall passieren. Ah, okay, gut. Wir sind schon mal, wie gesagt, wir sind bei 20 bis 40, das ist erstmal okay. Ich hätte erst die Engine entwickeln sollen, ich Idiot. Engine updaten. Ich weiß, jetzt kommt es zu spät, aber... Alter, das kostet so viel Geld. Wir nehmen gerade mal zwei Entwicklungsdinger raus, oder drei sogar. 5 plus. Irgendwie müssen wir das ja machen. Ich weiß, ich investiere wieder viel zu viel in eine Engine.
Aber wir merken ja, was das ausmacht. Wir sind bei 20 bis 40 nur. Ich würde investieren in das. So. Abfahrt. Oh, wir könnten... wir könnten... Können wir Game Bundle machen? Nein. Können wir ein... Oh, wir könnten hier Budget Games raushauen. So, wir könnten hier ein... Das hier rausbasteln. Geben wir ein bisschen Geld für aus. Schwarz-Weiß-Anleitung. Gibt nur eine. World of Lifecraft. Machen wir 5 Wochen. Und produzieren das gleich mal auf... Machen wir 70.000 erstmal. Ich glaube, mehr werden die auch nicht kaufen wollen. Aber das bringt Geld. Budget Games bringt immer noch mal ein bisschen Geld rein. Bestellungen sind 2000, fast 3000 draußen. Also ich würde mich nicht beschweren. Sowas bringt immer Geld. Vielleicht bringen wir auch noch ein anderes Budget Game raus. Was haben wir denn noch? Red Orchestra 4. Ja, das könnten wir versuchen. Als Classic rauszubringen. Uns da auch nochmal 5 Wochen. Das war ein bisschen besseres Spiel. Wir versuchen da ein bisschen was rauszuholen für. Ein paar haben wir. Das ist gut. Oh, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es mir jetzt gerade denke. Während wir hier halt gerade das entwickeln. Wir können uns halt damit erstmal über Wasser halten, hoffentlich. Ja, da sind schon mal. Wow! Stopp. Was? Gerne mal das Lager voll machen hier. Das verkauft sich wie geschnitten Brot gerade. Krass! Okay, ich komme gar nicht mit der Produktion hinterher. Was haben wir? Black Orchestra jetzt. Pass auf. Weil es so gut läuft. Ey, Kumpel. Ey, Kumpel. Auf geht's mit dem Produzieren. Es läuft. Ich muss die ganze Zeit die Produktion wechseln. Black Orchestra, ab geht's. Nein, stopp, das ist das falsche Game. World of Lifecraft. Wir haben zum Glück ein paar von denen auf der Matte, aber guckt euch das mal an. Wir machen jetzt gerade mal hier das Lager voll. Und wir verdienen gut. Alter, aber wie viel wir verdienen sogar. Wir brauchen ein größeres Lager. Ein Lager. Wo sind das? Da, Lager. Ich bin hellauf begeistert. Ich investiere gerne in einen größeren Lagerraum. Okay, im Moment läuft's ja. Wir gucken einfach, wie sich das verändert. Ja. Alter. Wir müssen mal gucken, dass das hier das Lager nochmal voll wird. Alter, das ist jetzt eine Goldgrube hier, die Spiele, die alten. Wir müssen noch ein paar Produktionen wahrscheinlich anschalten, mit einbringen. World of Lifecraft. Gut nachproduzieren, dass da gut was ist. Guck mal, wir haben 2 Millionen verdient nur damit. Und hier können wir dementsprechend auch richtig schön in die Forschung mit rein investieren. Ich glaube, das war das Beste, was wir hätten jemals tun können. Gut, dann forscht einfach mal durch. Ihr habt's Geld. Guck mal, da kommt's Geld. Da kommt das Zeug rein. Und wir können das nächste Budget-Game raushauen, Leute. Das ist doch... Ist doch der Shit gerade. Was können wir machen hier? Jawohl. Budget-Game. Abfahrt. 5 Wochen. Und... Tackern. Wir machen mal...
300.000, damit wir einfach mal ein bisschen was davon haben auf Halde. Ja, gut. Davon haben wir auch genug, also das entwickelt sich jetzt nicht so krass. Wir produzieren einfach nur mal auf, ne, auf System. Auf System, whatever, was das auch immer sein mag. Das sind aber nicht viel, ne? Okay, passt. Wir können so viele rausbringen, wie wir wollen. Wir haben jetzt gut investiert, aber das ist halt Peanuts, wenn es jetzt rauskommt. Oh, wir müssen World of Lifecraft nachproduzieren. Und das dringend. Ich meine, ich breche das auch irgendwann immer ab, ne? Alter, das ging aber hier über die Ladentheke, hier Hammer. Irgendwo, nein, wir haben keine Knappheit. Ich muss gerade so ein bisschen während der Produktion hier die Spiele im Blick haben. Black Orchestra. Ist raus. Entwicklungsbericht, ne? Ja. Shitty. Das wird kein gutes Game. Wir vertreiben es aber trotzdem selbst. Ja, Mann. Black Orchestra 4. Also wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir gut Geld rein. Wie gesagt, das kostet zwar immer ein bisschen Investition und wir können die Spiele am Ende auch nochmal loswerden, aber wir müssen mega aufpassen. Okay. Gut. Tackern verkauft sich zu gut. Wir machen mal 200.000 nochmal rein. Tja, seht ihr mal, so läuft's hier. Bisschen Geld rein investiert, bisschen reingebuttert und los geht's. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mehrere Produktionen mal rein. So, hier kommt noch eine rein. Eben. Oh, 5x5. Okay, dann müssen wir dem Lagerraum einen wegnehmen. Ein bisschen was wegnehmen. Und jetzt basteln wir Produktion hier an. 5x5. Einmal. Damit. Und wir packen hier nochmal ein paar Maschinchen rein. Drei am besten. Das passt nicht mehr. Warte mal. Ach, die müssen wir jetzt auch nochmal verkaufen. Das gibt's ja gar nicht. Warte mal. Das machen wir ohne Snapping jetzt. Eins. Produktion. Ohne Snapping. Ach nö, die Tür ist im Weg. Ist ja kacke. Warte mal. Muss ich die Tür umsetzen, ha? Dahin, danke. Zwei. Eine dritte passt nicht rein? Was? Zu mich verarschen. Was haben wir denn hier für einen Raum? Ach, wir haben. Ach, wir haben ein bisschen größeren. Wir haben hier 6 nach unten. Okay. Dann machen wir es so. Stubbelchen. Ich schließe das ab. Und hier machen wir den 6er. Und dann basteln wir das dahin. Ist okay. Tut niemandem was an. So. Hauptsache, wir haben die zweite Produktion da. Jetzt müssen wir mal gucken. Was fehlt uns noch? Nichts gerade. Das ist dann okay. Den Lagerraum haben wir full. Oder voll leer halt. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Okay. Wir verkaufen weiterhin gut. Wie sieht's mit dem Kumpel aus? 40 bis 60 nur. Ist nie gut. Musik, Gedönekes machen wir wann anders, ne? Wir können tatsächlich noch ein Spiel rausbringen. Noch ein Budget-Game. Machen wir das hier. Gib uns 3 Wochen diesmal.
Wir haben ja eine Extended Möglichkeit, Cannot Strike. Der kann einfach mal durchproduzieren. Die andere kann ja aufpassen, dass wir das, also da jetzt nicht das Lager aus dem Blick verlieren. Gut, Cannot Strike gab es jetzt nicht so viele Bestellungen. Aber gute Verkäufe von allen anderen Spielen. Wir sind bei 8 Millionen schon. Das ist natürlich gerade Gold wert. Gut, wir haben hier noch, also da müssen wir extenden demnächst. Müssen mal gucken, was kostet das hier? 6 Millionen nur noch. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Von daher bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, auf dann. Ciao, ciao.